Aber für die Anfangskämpfe reicht wirklich das, was ich gerade mache. Einfach immer wieder die Fähigkeiten erneuern. Weil sie greifen halt alle den Tank an. Ja, hier baue ich den Stein. Hoppala. So. Machen wir das jetzt richtig? Ja, da schlurft was. Hi. Dumm-di-dumm. Und, oh, er hat meinen Mage angegriffen. Nicht so schön. Noch ein brauner Stein. Und ein Heiltrank. Hoppala. Oh, das hat mich getroffen. So, jetzt aber. Gut. Hier geht's hoch. Ja, und hier patrouillieren Gegner rum. Nicht wenige. Hi. Tag. Weitermachen. Ich sollte Kämpfe nicht einfach abbrechen, um mich umzusehen. Hey, Willenskraft, Rüstung, Hast. Ah, die haben mich nicht mal bemerkt. Hallo. Na, jetzt kommt der Angriff. So, dann treten wir mal zu. Der erste ist down. Oh, sie wird gehauen, das ist nicht so schön.
Gut. Lassen wir uns erstmal zurückfallen und vergeben die Stiefel. Willenskraft. Mana, Mana-Regeneration. Das erhöht Zauberkraft, Mana und Expertise. Mana und Mana-Regeneration. Finde ich auch nicht schlecht. Eine Wurst und noch mehr Brot. Finde ich schon mal gut. Oh, wir haben das erste Brot gesteckt. Jetzt am Anfang werden wir nicht so häufig Essen brauchen, aber später. Wird es mehr sein. So, und ich hoffe, dass jetzt auch alle wieder normal mitkämpfen. Das erleichtert nämlich die Sache ein bisschen. So. Stärke, Beweglichkeit und Rüstung. Das brauchst dann eher du, Hagrim. Also unser Tank. Wobei Stärke, Beweglichkeit eher was für uns Vitalisa ist. Damit sie mehr Damage macht. Nahkampfangriff umparieren. Ah. So, Ebenholzschlüssel an den Schlüssel reingepackt. Nö. Ah. Automap. Jetzt haben wir die Karte von der ersten Ebene. Und man sieht Teile, die wir ein bisschen ausgelassen haben, hier im Eingangsbereich. Zu dem wir aber zum Glück schnell zurückkommen können. Das ist der Weg durch. Was halt nicht angezeigt wird, sind so leere Alkoven. Oder Alkoven allgemein. So, machen wir erstmal hier auf. Hm, diese Wand ist seltsam. Hier ist der Stein etwas Hier ist ein Stein, der etwas anders aussieht, oder? Ja. Genau, ein Secret. Das war's ja auch schon. Und ja, runterfallen tut, glaube ich, weh. Ah ja. So, machen wir wieder. Alles ready. Gut, der Anfang mag etwas. Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich bekam einen Talentpunkt, den ich im Talentpunkt meiner Klasse vergeben kann. Um nicht zu tun, klicke ich auf das kleine Plus-Icon an meinem Porträt und den Bildschirm mit dem Talentpunkt zu öffnen. Da klicke ich auf irgendein verfügbares Talent und klicke letztlich auf Akzeptieren. Ja, aber erstmal muss der da weg. So. Gut.
Ja, das ist interessant, warum das eigentlich geht, dass man die verschiedenen Krieger, auch die anderen Spezialisierungen lernen kann. Wahrscheinlich, wenn man Bock drauf hat. Ich werde mich aber für dieses Let's Play mal drauf konzentrieren, jedem Charakter genau seine Spezialisierung zu lassen. Also Druide, Selastra bleibt Druidin, Hagrim bleibt Tank und so weiter. Auch wenn ich hier die Passivs in den anderen Bäumen lernen könnte. Erhöht die Chance mit einem Schild zu blocken. Erhöht Donnerkrachenschaden um 50%. Erhöht Ausweichchance. Und ja, dadurch lerne ich, also ich muss einen Passiv auf der Stufe freischalten, um hier die Fähigkeit freizuschalten. Zerfleischen, waffenbasiert. Nahkampf, schneid tief in das Ziel für 4 GP und lässt es bluten. Sehr hohe Bedrohung. Ja, das ist auf jeden Fall für Bosskämpfe und so ziemlich praktisch. Ich erhöhe erstmal die Blockchance, damit ich länger überlebe und kriege dadurch die Fähigkeit. Wie man hier sieht. Das ist übrigens lustig, dass hier ganz außen die Sachen abgeschnitten sind. Ja. Also werde ich mich erstmal mit den Fähigkeiten hier begnügen, weil sonst wird auch das die Aktionsleiste zu überladen. Gut. Du bekommst einen Würfelpunkt alle 4 Stufen. Ja, setzt alle Talentpunkte zurück, genau. Okay. Wie sieht es eigentlich bei den anderen Charakteren aus mit der Erfahrung? Oder sehe ich die einfach nicht und muss auf gut Glück hoffen? Ach, da Erfahrung allgemein. Ja, die anderen hängen dann noch etwas hinterher. Vor allem er hier. Das heißt, nicht alle kriegen gleich viel Erfahrung, was ein bisschen doof ist. So, da geht's irgendwo hin. Oh, die haben mich gehört. Oh, und es sind 2. So, pausieren wir mal, um neue Befehle zu geben. So, dass nur noch einer ist, kannst du ihn mal abstechen. Und was haben wir hier? Ein Feuerzauberstab. Okay. Den kriegst du mal, da du eigentlich unser Damage-Dealer bist. Die Kette sieht nicht so aus, als ob man was an ihr machen kann. Ziehen zum Beispiel oder so. Auch hier im Dunkeln gibt es nichts, womit wir die Plattform vielleicht absenken können. Die ist dann einfach nur so zur Zierde. Hm? Da sind Skelette und da sind Skelette. Da wäre ein einfacher Weg zurück.
Ja, gehen wir erstmal zurück. Jetzt, wo ich eine Map habe, kann ich mir auch andere Bereiche besser ansehen. Und mich um die beiden kümmern. Die Dummen. So, jetzt bist du noch da übrig. Dann töten wir dich jetzt auch mal. Sammeln die Heilfiole auf. Machen hier alles kaputt. Gucken uns hier die Wände mal kurz an. Nö. In den hatten wir ja schon reingelegt. Hat allerdings nichts gebracht. Und ja, ziehen wir mal so Rationen und so nach unten. Da die eh gestapelt werden. Hier war auch was drin gelegen, gell? Ja. Ja, hier waren wir auch schon überall. Ja, wir können ruhig die Map mal offen lassen, während wir uns hier umsehen. Warum auch immer wir hier Geräusche vom Viehzeug hören, dass wir nicht zu Gesicht bekommen. Ja, das ist geschlossen leider. Und hier war kein leerer Alkoven. Wo man dich reinlegen konnte. Ich gehe mal davon aus, dass immer nur die aktuelle Nachricht gemeint ist. Ja, und hier ist auch nichts zwischen den Betten versteckt, oder? Nee. Würde mich allerdings nicht wundern, wenn es hier eine Zelle mit einem leeren Alkoven geben würde. Und ich sie irgendwie übersehen habe. Nee.
Jetzt habe ich mir allerdings hier auch alles angeguckt. Also werde ich jetzt erstmal wieder in den Aufzugsraum gehen. So, werde hier speichern. Schnell speichern, in einem Slot speichern. Das hier ist alles alt. Also in einem Slot speichern. LP001. Und dann sehen wir uns gleich wieder.